Gott. Ich will mein Fanlovers März, April machen. Endlich. Ich kann es kaum erwarten. März ist ja schon lange her. Also, ich fange auch gleich mal an mit Serien. Im März habe ich hauptsächlich Law & Order, Dynastie, Detective Conan, Riverdale, Inuyasha und WWE, also Wrestling, Raw und SmackDown geschaut. Auch im April war es so. Komplett gleich. Also März, April. Richtig durch. Moment kurz, muss mein Hund seinen Puppi geben. Er hat mich nämlich gerade angeknurrt, weil ich es versteckt habe. Die paar Sachen waren März, April top, wirklich. Ich gehe ja auch zu WWE, deswegen habe ich wieder angefangen, das zu gucken. Das Problem ist, dass mir immer meine Box den Schluss immer abschneidet. Das heißt, ich muss gucken, dass ich das vielleicht anders einstelle. Ja. Filme. Im März habe ich mir Hancock, Bad Moms 2. Ich hatte auch Urlaub, muss ich nebenbei erwähnen. Oder im März? Nein, in April. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch nicht so wichtig. Die nackte Wahrheit, Avengers 1, Thor 2 und The Danish Girl geschaut. Im März. Im April habe ich mir Predators, der Film war widerlich, und Ratatouille angeschaut. Der Film war wirklich eklig. Das war ja ein Horrorfilm und normalerweise gucke ich das nicht, ihr wisst das. Und der war wirklich, wirklich grauselig. Aber ja. Sparky! Games habe ich Mario Kart 8 gespielt, da war auch, glaube ich, mein Freund dabei, wie wir das zockt haben. Und Resident Evil 3. Und dann im April The Bouncer, das ist so ein Kampfspiel, das hat mein Bruder wieder angefangen. Und dann haben wir wieder gemeinsam gezockt, war richtig lustig, weil das ist so, das haben wir früher immer gespielt, das Spiel wirklich. Musik und YouTube habe ich mir Detective Conan Songs angehört, seitdem, dass ich es wieder schaue. Und Jason Derulo. Und im April habe ich hauptsächlich Videos gedreht. Ich komme selber nicht mehr zum Schauen, aber ich drehe sehr viele. Bücher habe ich natürlich wieder nichts, das war eh klar. Kommen wir zu Beauty. Da habe ich drei Sachen nur. Als allererstes den Sparky. Als allererstes den 8-Hour-Creme-Defense-Stick. Das hat so einen langen Namen, so sieht das aus. Von Elisabeth Arden ist das. Es ist relativ viel schon weg. Seht ihr das? Ich mag den Duft davon. Ich mag den Duft so gern. Ich benutze das. Zuerst nehme ich die Reinigungsmilch in der Früh, dann mein Gesichtswasser und dann gehe ich mit dem Stick einfach drüber. Und dann benutze ich eben meine Tagespflege, die ich jetzt aktuell benutze und liebe. Und das liebe ich überhaupt. Hat zwar auch einen Lichtschutzfaktor, das ist von Biotherm die Skin Best, aber die hat nur 15. Und mein Stick hat 50er Lichtschutzfaktor. Die schon sehr, sehr aufbraucht. Ich mag die total gern, aber ich brauche ganz wenig davon. Und habe aber das Gefühl, meine Haut ist gepflegt. Und es reicht für die jetzige Jahreszeit total. Was ich die letzten zwei Monate auch noch gern... Sparky. Er hört mir nicht mal zu, er vergrabt sein neues Stofftier, was er zum Geburtstag gekriegt hat. Was ich die letzten zwei Monate auch sehr, sehr gern verwendet habe und auch das Gefühl gehabt habe, dass es mit meiner Haut was macht, war von Lancôme das Genifique Sensitive Serum. Das ist eben speziell für die unreine Haut. Da ist nämlich ein Wirkstoff drinnen, der was eben die Entzündungen hemmen soll und so, deswegen auch sensitiv. Ich mochte es, aber das Problem war, dass es sehr, sehr teuer ist. Deswegen werde ich es mir nicht nachkaufen. Ich rang mit mir da ein bisschen rum, dass ich es nachkaufe, aber es ist viel zu teuer. Ja, obwohl es gut ist. Aber vielleicht finde ich noch einen Ersatz. Mal schauen. Fashion habe ich im März, weil da hatten wir eine Schulung von Lancôme, habe ich mein rotes Aussie-Outfit angehabt, wo ich also stolz drauf habe. Sie haben in mehreren Videos schon gesehen. Das habe ich mit ganz viel Stolz tragen. Ich mag Rot in letzter Zeit total gerne. Besonders klamottenmäßig werde ich es in dem nächsten Haul sehen. Essen habe ich hauptsächlich Fun Fresh von Maggie im März gegessen. Das waren diese... Ich weiß nicht, ob ich da... Ich glaube, ich habe kein Foto mehr. Ich glaube, ich habe es gelöscht, ich Idiot. Aber wenn ihr das Food-Tagebuch gesehen habt, wisst ihr das eh. Oder Brot mit Käse oder Pizzabrötchen, die ich mir selber immer gemacht habe. Trinken habe ich nichts aufgeschrieben. Und Sonstiges. Im März war ich auf einen Ball. Und ja, ich habe am 3.3. war der Ball und am 4.3. habe ich ja Geburtstag. Und das einzige Highlight an meinem Geburtstag war, ich war in einer Seifenblase drin. Ja, da war nämlich dieser Mr. Bubbles, ich weiß nicht, ob den jemand kennt. Angeblich soll er von irgendeiner Talentshow sein. Ich kannte ihn vorher nicht. Der hat jemanden aufgerufen, einen Freiwilligen.
der sich... Ah, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ein Freiwilliger einfach, der sich quälen lässt mit Seifenblasen? Nein, ihr wisst, was ich meine, oder? Ich habe mich freiwillig gemeldet. Ich hatte auch ein paar weiße Spritzer, glaube ich, zu viel. Deswegen habe ich mich gemeldet. Das war aber lustig. Das war wirklich lustig. Ja. Mein Geburtstag war kacke, aber da gehe ich nicht näher drauf ein. Und im April war dann noch die Comic-Messe. Da war ich zuerst alleine. Da kommt doch dann bald ein Video-Ausschnitt, ein ganz, ganz kleiner, auf meinen anderen Kanal. Aber das wird noch eine Weile brauchen. Ich muss das erst zusammenschneiden. Und da habe ich zufälligerweise die Emi getroffen. War wirklich lustig, dass sie da auch hingegangen ist. Ja, kurz und bündig. Es war im März, April eigentlich nicht viel los. Schauen wir mal, wie es im Mai und im Juni ist. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was bei euch das Highlight im März und April war, wenn euch das nicht zu lange her ist. Und dann sehen wir uns bis ich im nächsten Video wieder. Bye!